Man kann nun auch den Daumen der rechten Hand mit dazu nehmen und mit Daumen und Zeigefinger wechselweise spielen. Das ist eine schöne Übung, zum Beispiel so. Nimmt man jetzt dazu noch die Tambura dazu, könnte das so klingen. Jetzt kommt noch eine Fingerübung mit drei Fingern. Hierfür nehmen wir Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger. Und ich lasse jeweils eine Seite dazwischen leer, die ich nicht anspiele. Mal ganz langsam. Das kann man jetzt auch wieder mit der Tambura begleiten. Oder wenn man die linke Hand schon etwas freier bewegen kann, spielt dir einfach in einem anderen Rhythmus nur die Tambura durch.